gerne in die Ferien. Mit dem Hoflader und dem Wohnwagen. Nein, natürlich nicht. Einwintern wieder in die Garage. Ja, das hätte man schon längst machen sollen. Wir haben ja in, es war fast Frühling, für 2-3 Tage gebraucht. Jetzt geht er wieder ab in die Garage hier. Jawohl. Kann da eine Kugel montieren am Zugmaul, damit ich da auch Anhänger herumstoßen kann. Jawohl. Ja, Vigo ist da noch ein bisschen am Aufräumen. Futtersäcke zusammengelegt. Und hier ist eigentlich mein Kraftfutterlager, Mineralstofflager, Dünger zum Teil. Ja. Und jetzt hat es mehr Paletten und überall nur ein Sack drauf. Jetzt habe ich da ein bisschen aufgeräumt, bin da noch nicht fertig. PRP-Bodenverbesser, den werde ich streuen, wo Futterweizen kommt. Da hat es noch ein bisschen Mineralstoff. Und hier ist noch Kraftfutter, Eiweißkonzentrat und ein Milchviehfutter im Sack. Ja, Kaninchenfutter. Jawohl. Und Düngerzusatz. Ja, alles Mögliche. Und alles kreuz und quer. Und ich habe da schon lange nicht mehr ein bisschen Ordnung gemacht. Hier hinten ist noch ein leeres Palett. Ja, muss auch sein. Hätte zwar vieles anderes zu tun, aber hier hat sich Abfall gestapelt. Ja, den werde ich später dann wegführen. Jawohl. Übrigens, hier könnt ihr raten, was das ist. Fressgitter. Ich werde überall Fressgitter montieren. Das Nackenrohr kommt wieder weg. Ja, ich bin da nicht ganz zufrieden mit dem Nackenrohr. Wurde gestern geliefert. Ja, es hat sich einfach hinausgestellt, zu viel Futter geht verloren, wo sie in den Laufgang zurückschmeißen. Und ist auch praktisch, wenn du die Kühe einmal einsperren kannst. Ob schon, das ist noch so ein positiver Nebeneffekt. Vor allem das Futter ist das Problem. Ich habe langes Gras und Heu. Da geht einfach zu viel in den Laufgang nach hinten. Werfen sie da mit der Schnauze nach hinten. Darum, das nervt mich sonst zu fest. Und das wusste ich schon vornherein, dass das eventuell nachgerüstet wird. Und es hat sich bestätigt, dass es fast nicht ohne geht. Darum habe ich das jetzt bestellt. Und das Nackenrohr kommt wieder weg. Ja, habe ich auch nicht viel verloren. Außer das Längsrohr kann ich, glaube ich, alles wieder gebrauchen. Jawohl. So. So, aufgehängt, der PRP-Bodenverbesser. Der wird jetzt gestreut, schon heute, eigentlich wollte ich später, aber es kommt gar nichts, es kommt gar kein Regen, bis nächste Woche, oder nicht viel auf jeden Fall. Darum streue ich den heute schon. Ich hoffe, er hat Platz im Düngerstreuer. Ich habe einen 600 Liter und das ist auch 600 Liter. Wird wahrscheinlich ein bisschen knapp. Und der Traktor wird wahrscheinlich auch am Anschlag sein.
das hat Platz. Schön voll, ne? Gemütlich, oder? Der neue Brunnen, produziert von meinem Vater. So, ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss zusammen.